Hallo, liebe Zuschauer, ich grüße Sie zu einer brandneuen Ausgabe von Mach dich ran. Wir sind heute hier in Thüringen und zwar in Breitungen. Ich grüße Sie. Hallo zusammen. Herrlicher Sonnenschein, gut gelaunte Leute. Und der Marktplatz ist voll. Und wissen Sie, warum der voll ist, liebe Zuschauer? Ich habe gerade in einem Café gesessen, muss mich ja vorher mal verstecken, damit ich die Vorbereitungen nicht mitbekomme. Und da steht in der Zeitung hier eine Lokalausgabe. Bei der Tagesaufgabe kannst du tüchtig Kohle gewinnen. Nee, ich moch lieber bei der Saalwette mit. Und übrigens, den Jauf wollte ich immer schon mal live sehen. Unsere erste Mach dich ran Karikatur. Nicht schlecht, oder? Und deswegen sind sie alle da. Fantastisch. So, aber jetzt ist natürlich die große Frage, wer von Ihnen weiß Bescheid? Und sagt mir jetzt, was passiert. Das werde ich natürlich sein. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei uns in Breitung. Ja, dankeschön. Freuen uns sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Aha. Ich denke, du hast es gesehen. Wir sind im Werratal, eine der schönsten Gemeinden. Und haben uns natürlich heute für dich was ganz Besonderes ausgedacht. Vermutlich sind Sie der Bürgermeister? Das ist richtig. Haben Sie einen Namen? Mein Name ist Ronny Röhmhild und ich merke schon, es ist eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Ja, ob mir das heute hilft, keine Ahnung. Dann bin ich mal gespannt, was auf der Karte steht. So, wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben uns eine sehr schwere Aufgabe für dich ausgesucht und haben uns dazu natürlich auch Spezialisten eingeladen. Und ich denke, wir wenden mal unseren Blick hier nach hinten. Aha! Ja, fahr mich nicht über den Haufen, du. Ich bin gespannt, was die Trabi-Freunde aus Zellermelis mit mir vorhaben. Was wird denn das? Hallo, mein Hase. Hallo. Da steht zumindest. Und der Mann heißt, dreh ich mal um. Das bin ja ich. Genau, das bist du. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, Mario. Hallo. Dann erzähl mal, warum seid ihr hier? Ja, wir sind hier, um dir eine Aufgabe mitzubringen. Und das ist dein Kärtchen. Ja. Dankeschön, ich lese mal vor. Hallo Mario, fahre das Gespann aus der Parklücke heraus und parke rückwärts wieder ein. Das Spiel beginnt mit dem Starten und endet mit dem Abstellen des Motors. Fällt ein Ball vom Kegel, bekommst du 30 Strafsekunden. Die Zuschauer sollen deine Gesamtzeit tippen. Beträgt die mehr als 5 Minuten, wirst du bestraft. Ja, hochinteressant. Das letzte Mal mit dem Trabi bin ich vor 2 Jahren gefahren. Aber auch da zum 2. oder 3. Mal erst. Also Trabi-Profi bin ich nicht. Mit meinem eigenen Auto wäre das wahrscheinlich einfacher. Trabi ist eine zusätzliche Herausforderung, aber das Wichtigste und Schwerste ist wahrscheinlich dann der Hänger, der ja da hinten dran hängt. Was ist denn die Strafe, wenn ich länger brauche als 5 Minuten? Ja, hier war es wohl so, dass ein Leinweber Buße tun musste für ein Verbrechen, was er begangen hat. Und hat einen Stein hierher tragen müssen, der ihm kurz vorm Ziel denn entglitten ist. Und diesen Stein musst du um den Baum, sag ich mal, eine Runde rollen. Und ich vermute mal, das ist ein ganz großer Stein. Ja, es ist ein großer Stein. Na gut, mal gucken, ob ich diese Strafe antreten muss, liebe Zuschauer. Und Sie tippen bitte, wie lange brauche ich, um mit diesem Trabi und dem Hänger einmal hier auszuparken oder einzuparken rückwärts? Was glauben Sie? Schreiben Sie Ihre Antwort auf Ihren Zettel. Ihre Tipps werfen Sie bitte in unsere bekannte Mach-Dich-Ran-Box. Und was steht da so drauf? 2 Minuten 35, 7 Minuten 35, 4 48. Tippscheinkiste gebe ich mal den Kollegen. Ist eigentlich Hase ein Spitzname oder ein Nachname? Ist ein Spitzname. Hier ist die Mittelstellung. Wenn du jetzt hier, jetzt drückst du mal so rein. Ja. Runter. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. So, wieder in die Stück. Mit Gefühl ist keine Mistgabel. So, und jetzt bist du in der ersten. Erster. Und mehr brauchst du nicht. Erster. Ich sagen. Erster. Und nochmal. Reindrücken. Rückwärtsgang. Genau. Ich bin bereit. Du bist bereit. Handbremse. Ach, so hat er auch noch. Wie früher in der Fahrschule. Ja. Und. Super. Gleich erstmal abgewürgt. Stopp und schlägst da ein. Wo ist denn hier die Einparkhilfe? Ah, die Gänge machen mich wahnsinnig.
Also jetzt sind wir bei 1 Minute 30. Machen wir nicht alle. Oh, keine Servo hat er. Keine Einparkhilfe, keine Servo. Oh. Und Automatik ist es auch nicht. Kauf dir mal ein Auto. Ich komme klar. Ah. Jetzt sind wir bei 4 Minuten. Bei 4 Minuten? 4. Strafpunkt. Fertig? Nein. Ich muss nur sagen, wann ich hinten bin. Du musst gerade. Es ist mir scheißegal, sag mal nur, wann ich hinten bin. Zu spät. Steht drin? Vorbei. Wird nix. Aber jetzt sehr gut. Weiter, noch ein Stück. Noch knapper Meter. Jetzt bist du drinne. Stopp! Jetzt sind wir bei glatt 9 Minuten. Genau 9 Minuten? Knopfzeit. Nein, nicht. 8 Minuten 59. Oh, die eine Sekunde kannst du nutzen, um es gerade zu ziehen. Also mal gucken, wer von Ihnen am dichtesten dran war an 8 Minuten 59 und gewonnen hat, weil am dichtesten dran mit 8 Minuten 47 Helmut Kremmer. Oh, da springt er hoch. Helmut. Guten Tag und herzlichen Glückwunsch. Danke. Sie sind schon mal Trabi gefahren? Nein, noch nie. Also haben Sie mitgelitten mit mir? Ja. Aber weil Sie gesagt haben, Sie werden nur mal kurz mal mit dem Trabi gefahren, habe ich damit kalkuliert, dass es doch länger dauert. Ja, dass ich mich ein bisschen anstelle, das war richtig. Auf jeden Fall hat es Ihnen Glück gebracht. Hier ist für Sie die Tagesaufgabe. Gut, da freue ich mich, dass ich eine Chance habe, aber wir müssen mal sehen, was... Glückwunsch, Helmut. Was machen Sie mit dem Preisgeld? Ich werde mal meine Frau fragen, die soll sich mal was wünschen. Und dann fällt vielleicht noch... neuer Fotoapparat oder was, Computer oder dergleichen. Ja. Auf jeden Fall wird sich auch Ihre Frau freuen. Alles Gute für Sie. Danke. Zum Schluss der Sendung, liebe Zuschauer, sind wir jetzt nochmal in Breitungen. Hier muss ich die Strafe antreten, weil ich ein bisschen lange gebraucht habe fürs Umparken. Und zwar soll ich jetzt diesen Stein um diesen Baum herumrollen, was ich für völlig utopisch halte, Herr Bürgermeister. Aber Sie wollen es anscheinend immer noch. Richtig. Ich denke, wir sind da standfest und ich denke, so schwer wird es nicht fallen. Ja, aber wie soll ich das machen? Du wirst jetzt erstmal ausgerüstet von der Kirmesgesellschaft. Die Schürze bitte. Eine Schürze kriege ich. Na, wie fein. Mit der Schürze soll ja der Stein getragen werden. Ja, na, die ist aber niedlich. Die ist schön. Ja. Und wir müssen auch kurz festhalten, also so eine Kirmesschürze ist ziemlich wichtig in der Kirmesgesellschaft. Solltest du die kaputt machen, musst du leider Gottes einen ganzen Satz neue für uns sponsern. Einen ganzen Satz kannst du haben. Einen Satz, okay. Welchen Satz hättest du gern? Die Katze tritt die Treppe krumm zum Beispiel. Das wäre ein Satz, den kannst du gern haben. So. Die ist aber schick. Was macht denn eigentlich so eine Kirmesgesellschaft den ganzen Tag? Trinken. Trinken? Ihr seid ja welche. Schick. Achtung, jetzt mache ich kurz die Strafe. Dauert 2 Sekunden. Ah, ist das schwer. So, und jetzt? Habe ich doch vorher gesagt. Ich sag mal, das haben wir uns schon gedacht, als wir dich gesehen haben heute. Deshalb haben wir eine Ersatzvariante. Ich bitte mal, den Ersatz hierher zu bringen. Ach, es gibt einen Ersatz für mich? Es gibt einen Ersatz für unsere Kleineren. Ach so. Wo ist der Ersatz? Oh. Sie sind ja ein ganz netter. Ja, so bin ich halt. Wer sind Sie denn? Ich bin der Michael. Der Micha. Auf geht's. Oh. Hopp, 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 hopp. Was man nicht alles macht als Moderator.
Prima. Danke, Herr Bürgermeister, dass wir da sein durften. Liebe Zuschauer, das war's schon für heute. Bis zum nächsten Montag. Tschüss und kommen Sie gut in die Betten. Aber erst noch fleißig MDR schauen. Tschüss. Ui, ui.